Die Sendung wird präsentiert von Liebs, die Werbeagentur. Gute Werbung ist die beste Werbung. Hallo und willkommen hier auf Neu 1 zum Neu 1 Journal. Liebe Zuschauer, am 25. März wurde in Stralsund im Ozeaneum im Rahmen einer festlichen Gala der Regiostar verliehen. Das ist seit 15 Jahren der Deutsche Regionalfernsehpreis. Bundesweit bewerben sich Regional- und Lokalfernsehsender in verschiedenen Kategorien um diesen von einer Fachjury vergebenen Preis. In der mit 82 Einsendungen heiß umkämpften Kategorie Fernsehbeitrag bis 6 Minuten haben auch wir uns in diesem Jahr beworben und haben es mit dem Beitrag Kammermusik im Schauspielhaus zu einer von drei Nominierungen gebracht. Dafür gab es diese Trophäe hier. Tja, und der Regiostar ging in diesem Falle an die Kollegen von DonauTV. Herzlichen Glückwunsch. Die Fernsehaufzeichnung der Preisverleihung im Ozeaneum sehen Sie in Kürze hier auf Neu 1. Und jetzt sehen Sie mehr zu dieser Sendung, die Vorschau. Das beliebte Sommerspektakel im Neubrandenburger Schauspielhaus steht auch in diesem Jahr wieder als Highlight auf dem Spielplan. Wir verraten, was die Zuschauer erwartet. Und vor dem Finale, wir haben die Carolinum Baskets besucht, auf die nach erfolgreicher Saison ein großer Gegner wartet. Jetzt wartet auf Sie aber erst einmal der in der vergangenen Sendung versprochene Zirkusbesuch. Hereinspaziert, hereinspaziert. Es ist wieder Zirkuszeit. Für den Zirkus Humberto ist diese Saison eine ganz besondere. Seit 25 Jahren ist der Landeszirkus Mecklenburg-Vorpommern durch die Ortschaften zwischen Ostsee und Brandenburg unterwegs. Herzlich willkommen im mecklenburgischen Landeszirkus Humberto! Wir besuchten die Zirkusfamilie Ortmann bei ihrer Station in Staffenhagen. Hier gastierte der Zirkus bis zum 26. März, bevor es dann vom 30. März bis 2. April nach 4 Jahren Abstinenz in den Kulturpark Neubrandenburg ging. Schon ein Wochenende später ist das Jubiläumsprogramm dann in Stralsund zu sehen. 32 Städte besuchen die Ortmanns in 8 Monaten. Das eingenommene Geld muss reichen, um auch die 4 Monate Winterpause zu überbrücken. Kein Leben von der Stange. Ein Broterwerb, der immer härter wird. Mehr Bürokratie, mehr Gegenwind. Der Vorwurf der Tierquälerei steht bei Dressuren oft im Raum. In Neubrandenburg beispielsweise verschwinden immer wieder Zirkusplakate. Das sorgt so für einen wirtschaftlichen Schaden von mehreren tausend Euro. Wir hatten nur von Kollegen gehört, dass da wurden Schilder vernichtet. Den Zirkus Humberto ist eigentlich da in Neubrandenburg immer verschont geblieben. Ja, sprich Tierhaltung. Wir haben natürlich Auflagen zu erfüllen, Leitlinien, die man jedes Jahr neu bekommt. Wir werden auch in Neubrandenburg von Veterinäramt kontrolliert. Also sprich Außengehege, dass genug Futter vorhanden ist, dass die Tiere in einem guten Pflegezustand sind. Und das hat man dann fast in jede Kreisstadt. Und ich meine, wenn man nichts zu verbergen hat, ja, dann das geht dann alles. Im Zirkus Humberto werden schon lange keine Wildtiere mehr gehalten. Die Zeiten von Raubtierdressuren und Zirkuselefanten sind vorbei. Für die Ortmanns gehören ihre Tiere zur Familie. Und innerhalb dieser besteht bei fahrendem Volk eine besonders enge Bindung. Mit den Söhnen um Juniorchef Roberto ist die zweite Generation längst fest im Zirkus integriert. Und auch deren Kinder werden ihr Berufsleben wohl in der Manege starten. Es sei denn, das Zirkusgeschäft wirft irgendwann nicht mehr genug Geld zum Leben ab. Ich glaube schon. Ich meine, bis jetzt können wir davon leben. Ja, einfacher ist es nicht geworden, aber ich hoffe, dass es meine Kinder oder meine Enkelkinder ja mal weiterführen. Bisher sieht es ganz so aus, als ob auch in den nächsten 25 Jahren ein Ortmann unterm Zirkuszelt regiert. Vorausgesetzt, das Gros der Öffentlichkeit bleibt dem Zirkus als einem Kulturgut weiterhin gewogen. Mozzarella King,
die Adresse für Gourmet-Liebhaber. Edler Büffelmozzarella direkt aus Italien als Mittelpunkt mediterraner Spezialitäten. Hochwertige Produkte und Feinkost, schmackhaft leichte Pausenteller, kleine und große Käseplatten, Weine, Präsente. Bestellbar im Internet oder vor Ort im Shop in der Ukranenstraße 12 in Torgelow. Mozzarella King. Genuss kann so einfach sein. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Ich bin vom Typ her eher einer, der einen höheren Blutdruck hat. Darum trinke ich den Knobi Vital auch so gern, weil ich weiß, dass Knoblauch gut gegen einen hohen Blutdruck ist. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aroniabeere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1. Erhält Ihre Herzfunktion. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital. Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wir trinken sie jeden Abend, weil es wirklich hilft. Erhältlich in Apotheken und Reformhäusern. Liebe Zuschauer, die Festspiele im Schlossgarten Neustrelitz sind schon lange fester Bestandteil des kulturellen Jahresprogramms in der Region. In Neubrandenburg hatte man vor 4 Jahren die Idee, doch auch mit dem Schauspielensemble im ältesten Theater Mecklenburgs so ein Sommerhighlight zu etablieren. Der Hauptmann von Köpenick gab sich zur Premiere die Ehre. Inzwischen ist auch das Sommerspektakel nicht mehr wegzudenkendes Veranstaltungshighlight. Wem gehört der sprichwörtliche Zankapfel der Schönsten? Und was wird dafür versprochen? Die Liebe der schönen Helena, Titelfigur der Operette von Jacques Offenbach und damit auch des diesjährigen Sommerspektakels im Neubrandenburger Schauspielhaus. Antiker Sagenstoff um göttliche und weltliche Querelen von Liebe, List und Zorn, letztlich die Vorgeschichte des Trojanischen Krieges. Klingt erst einmal nicht wenig angestaubt. Naja, wenn man den Staub erstmal runtergepustet hat, offenbart sich dahinter ein Bild von einer politischen Realität, die uns gerade in diesem Superwahljahr einholen wird, wo Politiker uns wieder alles versprechen. Und auch die Liebe der schönen Helena, was auch immer das dann sein mag, das wissen wir ja auch immer nicht. Und alles das kommt in diesem Stück vor. Und wir werden erleben, dass es also gar nicht so neu ist, was immer wieder angeblich neu erfunden wird. Es hat alles eine alte Tradition von der Antike her. Wird immer den Menschen irgendwas erzählt und erzählt und erzählt und erzählt und es ändert sich nicht. Und das ist ganz lustig. Was bei Offenbach mit einem Rückgriff in die Antike schon im 19. Jahrhundert inhaltlich satirisch mit aufs Korn genommen wurde, bearbeitete Peter Hacks 100 Jahre später zu einer spritzigen, nahezu zeitlosen Operette für Schauspieler. Singende Schauspieler, dazu nur ein kleines Live-Orchester. Für eine Operette, das könnte nun wieder Musiktheaterfreunden die Stirn in Falten legen. Völlig unbegründet, versichert jemand, der es wissen muss. Der musikalische Leiter, Frank Obermeier. Das wird gut funktionieren, denn wir werden versuchen, detailgenau zu arbeiten und die spezifischen Stärken, die diese Musik hat, auch auszuspielen. Das ist Durchsichtigkeit im Klang, das ist Farbigkeit in der Instrumentierung. Und das mit 5 Leuten, aber wenn man ideenreich rangeht und im Prinzip das nimmt, was jeder gut kann, auf die Bühne befördert und vielleicht das weglässt, was der eine oder andere nicht kann, dann wird das ein großer Erfolg werden. Stichwort Erfolg. Schon im 4. Jahr wird zum Sommerspektakel in das Neubrandenburger Schauspielhaus geladen.
Was als Versuch begann, ist heute fester Programmpunkt im Viertore-Städtischen Kulturkalender. Die Zuschauerzahlen sind tatsächlich gewachsen von Jahr zu Jahr. Und es ist mittlerweile eben so, dass es für Neupannenburg nicht mehr wegdenkbar ist, dieses Event, was hier stattfindet. Und das ist eigentlich ganz schön, wenn man dann so einen Zustand erreicht hat, dass man so ein bisschen sagen kann, es ist beinahe schon Kult. Nach dem Köpenicker Rathaus, einem berühmten Wirtshaus und einer Trio-geführten Tankstelle wird das Schauspielhaus in diesem Jahr zur griechischen Taverne. Und das gesamte Schauspielensemble wird in bekannter Rundum-Bespielmanier das Publikum begeistern. Eine Pressepräsentation am vergangenen Dienstag gewährte dazu erste Einblicke. Die schöne Helena, Sommerspektakel Nummer 4. Premiere ist am 26. Mai. Man darf gespannt sein auf göttliche und irdische Schönheit, Liebe und Versprechungen. Und natürlich darauf, wie all das mit einem unterhaltsamen Augenzwinkern im Schauspielhaus auf die Bühne kommen wird. Gleich werfen wir einen Blick in die U18-Oberliga im Basketball. Dort stehen die Carolinum Baskets im Finale. Renninger, Fahrzeugkomplettreinigung und Reifentreff in der Nonnenhofer Straße in Neubrandenburg. Hier dreht sich alles um des Deutschen liebstes Kind, das Auto. Immer dienstags ist Seniorentag. Senioren zahlen für alle Waschprogramme 15% weniger. Jeden Mittwoch heißt es Frauentag. Die Wäschen 3 und 4 kosten für Frauen nur 7,50 Euro statt 9,50 Euro. Renninger, alles für Ihr Auto. Die Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft im Fernsehen. Beiträge rund um das Wohnen in der Viertore-Stadt. Monatlich neu, fünfmal täglich auf Sendung. Das Neuwoges-Magazin. Nur hier auf Neu 1. Ende des 19. Jahrhunderts erfunden, ist Basketball unter den Hallensportarten heute nicht mehr wegzudenken. Besonders in den Vereinigten Staaten ist Basketball bekanntermaßen eine ganz große Nummer. Aber auch in Deutschland hat der Sport seine Fans und natürlich seine Mannschaften. Die Jungs sind derzeit on fire, dennoch gehört auch bei dieser Trainingseinheit das Warmmachen dazu. Es ist schon jetzt eine sehr erfolgreiche Saison für die Basketballer des Wassersportvereins Neustrelitz. Ihr Weg hat die Carolinum Baskets bis ins Finale der U18-Oberliga geführt. Doch da wartet mit dem EBC Rostock nun ein wirklich dicker Brocken. Perfekte Vorbereitung ist daher alles. Gut, und ab geht's, ab geht's! Guido Henrich hat sein Trainingsprogramm ganz auf den Finalgegner abgestimmt.
Alle vor der Saison ausgegebenen Ziele sind längst erreicht. Ein Finale gegen Rostock, die absolute Krönung. Ganz klar werden wir den nicht schenken. Das wird einen ordentlichen Fight geben, der auch körperbetont ist. Das ist ja schon lange nicht mehr, dass Basketball körperloser Sport ist. Am Ende glaube ich, dass Rostock ein bisschen weiter vorne ist als wir. Aber damit können wir gut leben, wir sind zufrieden. Stärken und Schwächen des Gegners sind kein Geheimnis. Man kennt sich aus den Ligapartien und aus gemeinsamen Trainingseinheiten. Der EBC Rostock spielt als erster Verein Mecklenburg-Vorpommerns mit einem Team in der Jugendbasketball-Bundesliga. Und wenn die Rostocker gegen den Nachwuchs von Alba Berlin oder Bayern München ran müssen, stehen dank einer Kooperation auch vier Neustrelitzer im Bundesliga-Kader und regelmäßig auf dem Basketballcourt. Unschätzbare Erfahrungen für die Jungspieler, von denen das heimische Team nur profitieren kann. Also die Vorbereitung für dieses Basketball-Bundesliga-Team war sehr intensiv. Die Jungs sind seit April letzten Jahres unterwegs in der Vorbereitung, in der Qualifikation, haben teilweise bis zu 7-8 Stunden am Tag trainiert. In Rostock, hier in der Strelitz, in ihrer Freizeit, in Trainingslagern, in Lehrgängen. Ganz klar, die Erfahrungen aus der Bundesliga bringen sie hier mit nach der Strelitz und da profitiert das gesamte Team für. Man merkt das auch und das Ergebnis zeigt es am Ende auch. Ja, Einspielen, Mannverteidigung, Vollkontakt. Für die Jungs bedeutet das allerdings auch eine enorme Belastung. Bis zu 3 Spiele am Wochenende, lange Reisewege, späte Heimfahrt, kaum Freizeit. Da geht es nicht, ohne vom Sport vollständig infiziert zu sein. So manchem bescheinigt der Trainer eine echte Basketballsucht. Also manchmal gibt es schon so Tage, da wird es schon ja, echt anstrengend, aber ja, man motiviert sich dann einfach besser zu werden und dann mit der Zeit geht das dann. Man gewöhnt sich auch langsam dran. Zum Anfang war es noch nicht so, aber später wurde es dann besser. Man hat nach einer Woche ordentlich Schmerzen auch zum Teil. Aber jetzt so in den letzten 1-2 Jahren hat man vor allem gesehen, was für eine Entwicklung drin ist. Also dass wir uns wirklich vom letzten Tabellenplatz auf den ersten hochgekämpft haben. Und das macht Spaß und die Jungs sind geil und ja, schön jemand zu sehen. Hier in Neustrelitz stößt der Nachwuchs auf gute Bedingungen. Dank zahlreicher Sponsoren und einer Unterstützung durch den Förderverein des Gymnasiums Carolinum. Deutschlandweit hat das Interesse am Basketball allerdings abgenommen. Einen echten Hype erlebte der Sport in den 1990er Jahren durch die Berichterstattung aus der amerikanischen NBA. Nun jedoch sinken die Nachwuchszahlen spürbar. Und das, obwohl immer mehr deutsche Vorzeigebasketballer in der NBA das Interesse am Basketball hochhalten. Dirk Nowitzki hat seinen großen Anteil daran. Dennis Schröder rückt jetzt nach. Paul Zipser ist in Chicago. Es wird auch eine Ära des Basketballs international nach Dirk Nowitzki geben. Das Problem in Deutschland ist einfach der Schulsport. Also wir finden immer weniger Jugendliche, die außer Fußball spielen können, noch was anderes machen können. Die Bereitschaft der Jugendlichen, vom Handy wegzugehen, von der Elektronik wegzugehen, sich in der Halle zu betätigen. Und Basketball ist an sich ein Sport, der nicht nur körperliche Fitness voraussetzt, sondern auch geistige Fitness. Man muss überlegen, die laufen zwischen 8 und 12 Kilometer pro Spiel. Alle 700, 800 Meter ist ein Vollsprint, alle 2,5 Sekunden Richtungswechsel. Wenn man auf dem Niveau spielt, wo die Jungs sich jetzt bewegen, dann muss man da geistig fit sein, weil Niederlage und Sieg hängen so dicht beieinander. Da geht es um die Feinheiten, um das taktische Feingefühl. Das ist eigentlich das Problem, dass die Motorik der Jugendlichen nicht mehr da ist, die Bereitschaft nicht da ist und auch der Wille daran, sich mit taktischen Sachen auseinanderzusetzen. Die aktuellen Jahrgänge wollen da natürlich mit gutem Beispiel vorangehen und am liebsten mit einer Top-Leistung die Saison mit einem Titel krönen. Also es wird schwer auf jeden Fall, weil ein paar Jungs von denen sind schon echt nicht schlecht und haben auch Potenzial für Größeres, aber versuchen das Beste rauszuholen. Vor allem in den letzten Wochen hat sich die Halle immer ordentlich gefüllt und vor allem jetzt im Finale wird es natürlich ganz geil sein, die Atmosphäre und Finale sowieso, also ist ein Feeling für sich. Noch bleibt etwas Vorbereitung. Die Finalspiele finden voraussichtlich Ende April statt. Und es wäre in der Tat wohl eine kleine Sensation, wenn gegen die hochfavorisierten Rostocker am Ende der große Wurf gelingt. Moin Moin! Wie ihr wisst, hat die Biker-Saison wieder begonnen. Und wir stehen hier jetzt vorm Betanien-Center. Am 20. Mai ist eine Spendenfahrt wieder angesagt. Und ich würde mich freuen, wenn ganz viele Leute wieder mit dran teilnehmen. Und nun kommt das Wetter. Ob die Sonne scheint, es regnet oder schneit, hier herrscht angenehmes Einkaufsklima zu jeder Zeit.
Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Bethanien-Center Neubrandenburg. Alles unter einem Dach. Wie das Wetter auch wird. Hier finden Sie immer, was Sie brauchen, ohne groß herumzulaufen. Bethanien-Center Neubrandenburg. Alles unter einem Dach. Der Frühling lockt uns vor die Tür. Ich hoffe natürlich, Sie finden trotzdem wieder den Weg auch zu uns und schalten auch die nächste Sendung wieder ein. Für dieses Mal verabschiede ich mich. Machen Sie es gut. Tschüss. Die Sendung wurde präsentiert von Liebs, die Werbeagentur. Gute Werbung ist die beste Werbung. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Faktor Wirtschaft TV. Am 21. März fanden die 25. Landesjugendmeisterschaften der gastgewerblichen Auszubildenden in Stralsund statt. Dafür hatten sich bereits Ende Februar die Besten aus der Region der IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern qualifiziert. 17 Auszubildende aus Küche, Restaurant und Hotelfach stellten sich diesem zweitägigen Wettbewerb im TUI Blue Hotel Flesensee. Höhepunkt war ein Festmenü mit Festtafelservice, das die engagierten und leistungsstarken jungen Teilnehmer zu bestreiten hatten. Damit galt es nicht nur vor einer Fachjury und Gästen zu bestehen, sondern es konnte gleich in doppelter Hinsicht geworben werden. Diese Teilnehmer heute, das sind natürlich ganz Motivierte. Die wissen auch, was die mit diesen Meisterschaften machen wollen. Sie wollen vorwärts kommen, sie wollen Karriere machen in dieser Branche. Und es sind genau diejenigen, die natürlich zu einem guten Image der Branche auch beitragen können. Sie sind die Multiplikatoren für zukünftige Azubis. Also genau die, die zeigen können, was man erreichen kann und dass diese Berufe unendlich viel Spaß machen können. Jana Birkemeier, Lorenz Maas und Anne Starke konnten sich jeweils an die Spitze ihrer Ausbildungsberufe stellen und qualifizierten sich zusammen mit den Zweit- und Drittplatzierten für die Landesjugendmeisterschaften. Ausgezeichnete Referenz für die berufliche Laufbahn und der Wettbewerb für die Nachwuchsförderung in der Gastronomiebranche des Landes.
Am 27. März machte das Breitband-Infomobil Halt vor der IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern. Das Mobil ist Teil der bundesweiten Informationskampagne Breitband at Mittelstand und kam erstmals in die Stadt am Tollensesee. Heide Klopp, Leiterin im Bereich Recht und E-Government bei der IHK, erklärte, dass es nach wie vor Unternehmen mit nicht ausreichender Internetverbindung gebe. Deswegen will die IHK diesen Betrieben zur Seite stehen und sie bei ihrer Internetstrategie unterstützen. Bandbreite sei ein großer Wettbewerbsvorteil. Der Wettlauf um die nächsthöchsten Anschlussgeschwindigkeiten habe bereits begonnen, erklärte Klopp weiter. Unternehmen konnten sich vor Ort in Einzelgesprächen zum Thema Digitalisierung kostenfrei beraten lassen. Die Informationskampagne wird vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur zusammen mit dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag sowie dem Breitbandbüro des Bundes getragen. Die Zukunft der Innenstädte war am 1. März Kernthema einer gemeinsamen Sitzung der Handelsausschüsse der Industrie- und Handelskammern in Mecklenburg-Vorpommern. Welche Folgen hat der zunehmende Onlinehandel? Wie können zukunftsfähige Einzelhandelskonzepte aussehen? Welche Steuerungsmöglichkeiten hat die Landespolitik? Es herrscht vielfältiger Dialogbedarf und die Industrie- und Handelskammern fungieren dabei als wichtige Gesprächsvermittler. Haupttagesordnungspunkt der Sitzung war die Vorstellung einer zweiten bundesweiten Untersuchung des Instituts für Handelsforschung Köln zur Zukunft der Innenstädte und zu Wünschen ihrer Besucher. Erstmals nahmen mit Neubrandenburg und Greifswald auch Städte aus dem östlichen Mecklenburg-Vorpommern an der Studie Vitale Innenstädte teil. Schon im Februar wurde daraus vorgestellt, dass Greifswald unter Städten gleicher Größe als Top-Performer abschnitt. Welches Resümee zieht die IHK Neubrandenburg aus den Ergebnissen? Ja, ihr seid nicht schlecht. In einigen Bereichen seid ihr sogar führend. Aber für uns ist es eher die Aufgabe, mit Blick nach vorne darauf zu achten, dass es so gut bleibt und vor allen Dingen in den Positionen, wo wir besser werden müssen, auch dringend besser wird. Da nehme ich das Thema Erreichbarkeit, da nehme ich auch das Thema Internet, sodass wir in den Segmenten Baustellen haben. Wir brauchen Parkkapazitäten in den Innenstädten. Wir brauchen bei der Wettbewerbssituation zu anderen Standorten klare Bekenntnisse der Städte, dass dort auch über Einzelhandelskonzepte die bestehenden innerstädtischen Strukturen geschützt werden. Am 26. April lädt die IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern zum nächsten deutsch-polnischen Wirtschaftskreis in das Radisson Blue Hotel Stettin ein. Der Beginn der Veranstaltung ist um 16.30 Uhr. Dabei soll der Blick auf die grenzüberschreitende Metropolregion geschärft werden. Als Referenten werden Marcel Buller, Referatsleiter internationale Beziehungen und regionale Partnerschaften der Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern und Roman Walaschkowski, Direktor des Vereins Metropolraum Tschetschen, erwartet. Die Wirtschaftskreise werden bereits seit April 2001 monatlich in Stettin durchgeführt. Das Gesprächsforum widmet sich aktuellen wirtschafts- und gesellschaftspolitischen relevanten Themenstellungen, die das Miteinander in der Grenzregion bestimmen. Liebe Zuschauer, das war die aktuelle Ausgabe von Faktor Wirtschaft TV. Ich hoffe, Sie schalten auch zu unserer nächsten Ausgabe ein. Bis dahin, machen Sie es gut. Über 400 Tiere in 100 Arten aus aller Welt sind hier im Tierpark Ueckermünde zu Hause. Die genaue Zahl ist dabei natürlich auch von der ein oder anderen Familienplanung abhängig. Das ganze Jahr lädt der Tierpark Ueckermünde, groß und klein, jung und alt, auf unvergessliche Erlebnis- und Entdeckungstouren ein. Sie werden schon erwartet. Und während auch schon mal ein Bewohner scheinbar etwas launisch reagiert, sorgen andere noch für ein ordentliches Erscheinungsbild. Die Löwen ganz majestätisch desinteressiert, der Pfau auf maximale Wirkung aus. Egal, wann Sie den Tieren begegnen, es sind immer unvergleichliche Beobachtungen ganz aus der Nähe möglich. Dazu kann man auf Führungen und bei regelmäßigen täglichen Schaufütterungen auch noch viel über Tier und Umwelt lernen. Und auch der Spaß kommt im Tierpark Ueckermünde nicht zu kurz. Über das ganze Jahr verteilt stehen spezielle Veranstaltungshighlights auf dem Kalender. Für Pausen und Stärkung, die das großzügige Areal dem Besucher durchaus abverlangen kann, stehen gastronomische Angebote der Tierparkgaststätte oder der Affenschenke bereit. Diese ist mitten auf dem Gelände, gerade bei den kleinen Gästen, sehr beliebt. Na, macht das nicht Lust auf mehr?
Der Tierpark Ueckermünde wartet auf Sie. Das ganze Jahr.